Scheiß Blaumeuer.tv. Hier kommt der Phönix aus der Asche, er hat Game genug und er zeigt dir einen Trick, eine Täuschung und danach ein Erlebnis. Mit den großartigen Phönix-Fans auf dem Weg nach Gießen. Herzlich willkommen zu Feuervogel TV. Hagen gegen Gießen, immer Spiele mit Schmackes und immer mit vielen Emotionen und viel Dramatik. Los geht's. Ja, hallo, ich bin der Timo vom Firebirds Fanclub. Wir sind hier auf dem Hof der Firma Reimann, bereiten gerade so ein bisschen die Busse vor. Jetzt geht's gleich los zur Auswärtsfahrt nach Gießen. Zwei volle Busse, 112 Leute an Bord. Das wird heute sicherlich eine gute Sache. Ja, ich sag mal, wenn so viele Leute unterwegs sind, das ist natürlich immer eine Herausforderung, das ist eine Menge Arbeit. Gleich geht's los. Wen musst du holen? Meine Glücksschal. So. Das ist hier immer eine der wichtigsten Dinge an Bord bei so einer Busfahrt. Das ist nämlich mein Glücksschal. Der hat schon keine Ahnung, ich schätze mal 40.000, 50.000 Kilometer mit Sicherheit auf dem Buckel. Der hat schon einige große Siege erlebt. Ja, besonders diese Saison macht er seine Sache echt gut. Weiter so. So, liebe Leute, ich bin Michael, der Fahrer der Gruppe. Die große Frage, hält die Auswärtsserie bei Phönix oder reißt sie? Und der mehr als angenockte Tabellenletzte kann einen Befreiungsschlag landen? Ja, gerade weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen, nochmal zeigen wollen, dass sie auch gut sind, dass sie auch Basketball spielen können. Und ich denke, trotz Verunsicherung könnte das schon ein knappes, enges Spiel werden. Aber wir werden das holen, dann den vierten Auswärtssieg in Folge und dann wird das dieses Jahr eine super Saison. Ja, und was ist jetzt dein Tipp? 105 zu 92 für Phönix. Mein Tipp, 110 zu 90. Dann spiele ich euch mal mein Lieblingslied. Oh. Damit fange ich nochmal immer an. Ja, wir wollen den Pokal, den vermissen ihr alle. Und deshalb spielen wir mit Feuer in der Ischelandhalle. Kennst du das? Das ist der absolute Knaller. Cheforganisator Timo und die anderen liegen gar nicht so weit weg vom späteren Endergebnis. Keiner hat aber wohl so ein Spiel auf dem Zettel. Einen echten Basketball-Krimi. Besser unterschätzt uns nicht, wir bringen den Ball nach vorne. Wir sind topfit und wir wollen noch weiter hochpassen. Jetzt block mich, warte kurz, steig nach oben, nimm den Ball aus der Luft. Die Busse füllen sich, die Stimmung ist gut. Die Spannung steigt. Wir sind alle total gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ich bin nicht ganz zuversichtlich, weil Spiele, die sich erschienen, haben wir in der Vergangenheit gerne verloren. Aber Chaka, das geht schon. Okay, und Lieblingsmusik zur Auswärtsfahrt? Gar keine, ich habe ein Buch dabei. Ja, gibt's auch. Gibt's auch Leute, die noch lesen. Ein Buch, das war das früher, was man hatte mit diesen Seiten, weißt du, so mit dem Umblätter. Soll ich dir mal zeigen? Ja. Guck mal, so sieht's aus. Wahnsinn, das sieht aber ganz nach Bibliothekendiebstahl aus hier. Nein, ganz legitim ausgeliehen. Ja. Ist klar. Ich glaube, das ist die Anspannung vor dem Spiel, oder? Ich bin Jürgen Lück, Vorsitzender vom Fanclub Die G-Blocker. Und uns gibt es schon seit 1994. Also große Basketballtradition in Hagen. So könnte man sagen. Gibt es irgendeine andere Stadt in Deutschland, in der so viele Vereine so lange schon traditionell in der Bundesliga spielen? Gießen, aber die scheiden jetzt ja aus. Ja, die anderen haben es einfach verdient. Ja, auf jeden Fall wollen wir heute mal ein bisschen deine Punkte mitnehmen. Ich denke, die Gießener freuen sich über jeden, der noch kommt und ein bisschen Geld in die Kasse bringt. Ein Bar bezahlt vor allen Dingen. Ein Bar bezahlt. Ich weiß nicht, ich habe mehrfach versucht, in Gießen anzurufen die Woche. Ich glaube, der Insolvenzverwalter hat die Telefone schon vertickt. Da war den ganzen Tag keiner mehr zu erreichen. Mit gut geölten Stimmen und gut gedehnten Muskeln geht es in ein Wahnsinnsspiel. Mit dem sechsten Mann im Rücken und mit einer super Serie aus den letzten Auswärtsspielen. Phönix Hagen gegen Gießen. Traditionsreicher Basketball im direkten Duell. Das Beste war immer noch nach Bayreuth. Drei Busse ab nach Bayreuth, Spiel gewonnen mit einem Aufstieg. Sportlich kann von mir aus jeder absteigen, außer Hagen. Das ist mir eigentlich total gut. Ob sie Gießen heißen, Bayern München heißen, egal mehr. Was haben wir noch? Nördling damals, wo wir mit drei Mann runtergefahren sind, war schon ganz gut. Haben zwar verloren da. Was haben wir noch gehabt? Mit drei Mann? Bitte? Mit drei Mann seid ihr runtergefahren. Wohin? Nach Nördlings? Nein, mit Reimann. Busunternehmen Reimann. Nicht mit drei Mann. Nein, Witzka.
wir sind auch schon mit vier Mann zum Auswärtsfahren. Das ist wie hier damals bei Always Ultra die Geschichte der Menstruation, eine Geschichte voller Missverständnisse. Wenn du das online stellst, werde ich dich auf mindestens 6 Millionen verkaufen. Ja, sonst geht es gar nicht. Ja, das ist zu wenig. Sonst geht es. Oh mein Gott, zu weit. Hast du jetzt verkauft? Gib doch mal Achtung auf die Runde und unserem Sieger, dann kämpft ihr Dreck! Hurra! Die Herren sind da! Hurra! Hurra! Die Herren sind da! Hurra! Hurra! Die Herren sind da! Hurra! Wir sind nur gelb, weiß, blau. Rund um die Gießener Halle wird schnell geklärt. Das hier ist ein Hagener Heimspiel, nur halt in Gießen. Aufwärmen ist angesagt, nicht nur beim Team, auch auf den Rängen. Sehr nett von diesen Fans. Unsere Fans hier unterstützen uns jedes Spiel. Und heute, glaube ich, sie waren mehr. Es ist ein Derby-Spiel, aber heute Abend, sie waren großartig auch. Gibt es vielleicht irgendetwas, was du persönlich den Fans sagen möchtest? Dankeschön. Und hoffentlich sind sie in die zweite Brookrunde mit uns auch. So, wir brauchen unsere Fans. Sie sind unser sechster Mann und ja, das macht Spaß mit vielen Fans hinter uns. Es kommt ja kein Gießener mehr in die Halle, nur noch Hagener. Es geht im Grunde ganz gut los für Phoenix, allerdings steht sich das Team hier und da selbst im Weg. Unkonzentriertheiten machen es den Gießenern leicht, die 46ers sind zwischenzeitlich mit 5 vorne. Aber Phoenix bleibt im Spiel, nicht zuletzt dank Devin White, der in Halbzeit 1 15 Punkte macht. Schön waren und wir jetzt mit einem Punkt Führung in die Pause gehen können. Wichtig, als der erste Dreier fiel, hat es das Gefühl, die wollen zaubern. Und das geht hier in Gießen nicht. Das ist noch nie gegangen und das wird auch heute nicht gehen, auch wenn es das letzte Spiel vielleicht für Gießen ist, ist völlig egal. Nur beim Kampf, über Einstellung geht das Ganze und dann gewinnt man das. Auswärtssieg! Genau so. Bis zum Auswärtssieg ist es aber noch eine ordentliche Ecke, denn nach der Pause scheint das Spiel erstmal den Bach runterzugehen. Ich hatte so gehofft, dieses Spiel wird nerven schon da als letztes Jahr. Danach sieht es nicht aus. Gießen hat einen Lauf, der heißt Ryan Brooks und der trifft auf einmal. Aber die Fans bleiben positiv und das überträgt sich aufs Team. Okay.
Also aus meiner Sicht ja schon wieder spannend gemacht. Wie kann man erklären, dass das Mannschaft so zurückkommt? Ja, das kann man nur mit Einsatz, Intensität, auch die richtige Aggressivität dann am Ende haben wir gezeigt und damit sind wir auch zurückgekommen. Wir haben dann die Full-Court-Presse gespielt. Es war ja schon fast aussichtslos und wir haben schon am eigenen Leib erfahren, in welche Richtung das dann gehen kann. Umso besser, dass es heute für uns so gelaufen ist. Und ich bin da sehr stolz drauf, dass wir so ein Spiel dann nach der Verlängerung noch gewonnen haben. Das war quasi die Antwort aufs Bonn-Spiel, hatte ich so den Eindruck, nach der letzten Minute in der regulären Spielzeit. Ja, vom Spielverlauf her schon. Aber die Antwort aufs Bonn-Spiel haben wir schon in Adland gegeben sozusagen. Das jetzt war nochmal was ganz anderes. Von den Emotionen her auch sehr, sehr stark. Wir hatten so viele Fans, die mitgekommen sind aus Hagen. Und wir standen natürlich auch ein bisschen unter Druck. Wir wissen, wie es Gießen geht. Und wir kommen hierher, haben hier drei Auswärtsspiele gerade in Folge gewonnen. Da standen wir auch unter Druck. Und am Anfang, im ersten Viertel, zu viele Turnover. Vielleicht deswegen, wir wissen es nicht. Aber wir haben dafür dann im letzten Viertel so gut aufgeholt. Und der Sieg zählt sehr, sehr viel. Liegt es wohl auch daran, dass die Fans so extrem stolz auf ihre Mannschaft sind und deswegen bereit sind, mit 300, 400 Leuten die Auswärtsspiele zu besuchen und richtig Rambazamba zu machen? Bestimmt sind die Fans stolz auf uns und wir sind genauso stolz auf die Fans. Und ich glaube, das ist das Positive und die Energie, die uns das ganze Umfeld und der ganze Verein uns gibt. Und da gehören alle dazu. Gerade natürlich die Fans und die Mannschaft, die sehr eng zusammen sind. Ja. Die Fans fordern nicht Topscorer David Bell oder Devin White mit den zweitmeisten Punkten. Klare Ansage, Ingo macht die Humba. Aber kann er das denn auch? Ja, er kann. Das lag daran, dass alle schon mal dran waren und wir haben jetzt schon 9 Siege. Das heißt, als 9. wurde ich dann dieses Jahr mal ausgewählt. Also auch ganz schön. Aber das alles zusammen mit den Fans macht riesig Spaß und ich freue mich, dass uns hier so viele hergefolgt sind. Hat sich ja auch gelohnt. Erst ordentlich Nerven gelassen, dann ordentlich gefeiert. I just think our team really kind of kept our composure towards the end of the game and we dug deep, got defensive stops, made big shots, and we didn't give up. When things wasn't looking good for us, we didn't give up, and that's how I think we got there. We showed a lot of heart towards the end. It was good. Oh man, I enjoy all you guys. Y'all see my energy, Tourstra. I love y'all, all Phoenix Hagen fans. Let's go. ...105-98 nach Verlängerung. Die großartigen Phoenix-Fans feiern ausgelassen beim Heimspiel in Gießen und ziehen blank. Jetzt sind alle überzeugt. Hey! Ja, ich habe noch mal gut gegangen, ja? Hast du gleich gesagt, ne? Das ist ganz. Nein, 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 ich war zögerlich und es war bis zur letzten Minute zögerlich, aber jetzt ist alles gut.